Wir lieben dich. Mir hat's gut gefallen. Letzten Freitag haben diese vier Talente den Aufstieg in die Live-Shows geschafft. Die 9-jährige Chiara Cleo Edel aus Wien. Also die Freude ist jetzt, kann ich gar nicht beschreiben, so groß ist sie. Die Gruppe Jonglissimo aus Linz. Ehrlich gesagt sind wir jetzt schon sehr, sehr überrascht, weil die Konkurrenz war wirklich enorm. Der Straßenkünstler Miroslav Zilker aus der Slowakei. Ich glaube, das ist schon 18 Jahre, aber ich muss sagen, das Gefühl jetzt, das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Und die wunderschöne Monika Wolfthaler aus Oberösterreich. Es war so viel gute Konkurrenz. Es war dann ja schon sehr unsicher und ja, es ist zum Glück gut ausgegangen. Welche Talente werden heute den Aufstieg schaffen? Wer schafft es, sein Lampenfieber zu bezwingen? Yeah! Fuck, Alter! Wieso bin ich so scheiß nervös, Alter? Wer zeigt der Jury, was er wirklich drauf hat? Alter! Es geht um 100.000 Euro. Wir werden da draußen die Sau auslassen. Das ist die große Chance. Yeah! Herzinfarkt, Herzinfarkt. I like the spell when we're schönen guten Abend. Na bitte, das ist ja Riesenstimmung hier in unserer Künstlerlounge. Achtung! Also die Talente, die sind hochmotiviert. So schaut's aus. Und top vorbereitet. Ups! Naja, fast. Diese Talente haben jetzt tagelang, ja sogar wochenlang trainiert und geprobt, um perfekt vorbereitet zu sein auf diesen großen, entscheidenden Auftritt. Und das sollten sie auch sein, weil man will ja die große Chance nicht vergeigen. Oder im Fall eines Tours aus Tirol, nicht verharfen. Ich glaube, wegen euch beiden machen wir diese Sendung überhaupt. Abheben in die nächste Runde möchte heute auch ein Modellflieger aus Kärnten. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und ja, sie sind am im Radl da. Bravo, bravo, bravo. Ich bin sprachlos. Aber natürlich passiert heute auch wieder viel, viel mehr auf der Bühne der großen Chance. Soweit ein erster Überblick über unsere Talente des heutigen Abends. Das ist ein Überblick über unser heutiges Publikum. Auch sehr talentiert, auch hochmotiviert und das ist auch gut so. Ja, und jetzt machen wir noch einen ganz schnellen Überblick über unsere mittlerweile eh schon allseits bekannte Expertenjury. Comedian und Moderator Oliver Pocher. Schönen guten Abend. Servus Österreich. Man ist ja immer überrascht. Es gibt immer ein, zwei Acts am Abend, wo man sagt, wow, weil hier soll ja schon mal jemand gewinnen, der dann auch wirklich 100.000 zurecht verdient hat. Schauspielerin und Topmodel Larissa Magold. Servus. Ich hoffe natürlich, dass noch einiges dazu kommt, weil man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss. Schauen wir mal, ob das auch hier der Fall sein wird. Schlagerstar Petra Frei. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin da emotional immer nur für alles offen, für Tränen, Lachkrämpfe, Leidenschaften jeder Art. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das so weitergeht. Und der Entertainer Peter Rapp. Hallo. Also ich erhoffe mir, dass noch zwei, drei Kaliber kommen, damit es wirklich ein Kampf auf Augenhöhe wird. Wer denn nun die 100.000 gewinnt? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, aber auch auf Ihre Kommentare von zu Hause auf unseren verschiedenen Seiten im Internet. Mitreden können wir alle. Entscheiden, wer weiterkommt, tun nur die vier da vorne. Unser Juryteam Wahnsinn, Larissa und Oliver, und unser Juryteam
Weisheit Petra und Peter von 20.15 Uhr. Bis später. Und wie immer bleiben alle Talente, die heute mindestens 3+ bekommen, bis zur Entscheidung am Ende der Show im Rennen. Und damit geben wir jetzt die Bühne frei für das erste Talent des heutigen Abends. Auf geht's in den Kampf um 100.000 Euro. Viel Spaß mit der großen Chance. Mein Name ist Laurent, er ist Hegge. Wir sind beide Bike-Trail-Fahrer. Ja, Bike-Trails ist ein Extremsport, da muss man mit so speziellen Fahrrädern verschiedene Hindernisse überwinden, ohne dass man die Füße auf dem Boden absetzt. Wir haben uns bei einem Bike-Festival kennengelernt, bei einer Competition, und ich habe ihn zu einer Show in Wien eingeladen und seitdem fahren wir regelmäßig gemeinsam Shows. Der Hegge mag das hauptberuflich, er ist professioneller Fahrer. Bei mir ist das, ja, es ist mehr als Hobby. Make yourself ready for the danger. Hallo. Hallo. Hier. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Laurent und ich möchte auch meinen Teamkollegen vorstellen. Er ist Hegge, ein professioneller Bike-Trail-Fahrer. Wo kommt ihr her ursprünglich? Aus Ungarn. Wir sind beide Ungarn. Gut. Wie heißt das nochmal ganz genau, dieses Fahrradfahren, was ihr da macht? Bike-Trials auf Deutsch, Fahrradtrial. Okay, das heißt, wir sehen jetzt ja hier nur so ein paar Europaletten und ihr werdet jetzt mit dem Fahrrad irgendwie was vormachen. Ganz genau, wir werden Ihnen etwas Neues und Spezielles herzeigen. Ab damit. Sind wir mal gespannt. Eure danke für die Aufmerksamkeit und genießen Sie die Show. Dankeschön. Ich würde gerne Larissa da mal sehen und dann mit dem Fahrrad würde ich das gerne mal ausprobieren. Never. Oder umgekehrt.
Wir machen einen Deal. Ich versuche hier einmal die Europalette hochzuspringen. Du legst dich aber hin und lässt dich hier von denen bespringen. Auf dem Fahrer. Nein. Komm, wir gehen beide rauf. Nein. Komm. Doch, beide. Komm schon. Komm mit. Immer der Gruppenfrau. Komm mit. Nein, wenn schon, denn schon. Ich möchte euch das nicht zumuten. Olli, wenn ich sterbe, dann mit dir gemeinsam. Du wirst nicht sterben. Olli, vergiss den Helm bitte. Ich hab ein bisschen Angst um die. Das hat ja gar keinen Sattel. Ah ja, sehe ich auch gerade. Ich wollte mich gerade draufsetzen. Wie geil ist das denn? Hallo, Namen. Hey, mit einem Sattel geklaut. Sorry. Warte. Ich fahr einfach mal in die Europalette rein. Oh, Alter. Oh, was ist denn hier? Mit dem Fahrrad darfst du nicht durch Köln fahren, das kann ich dir schon mal sagen. Hi! Hey! Das ist ja der Wahnsinn. Mensch, ich muss doch zumindest einmal auf die Europalette raufkommen. Leg dich doch mal einmal hin, ich möchte, dass er einmal über dich rüberspringt. Bitte. But not over my head, yeah, just... Okay, I promise. Can we get the other bike, please? So. Aber jetzt nicht, oder? Okay, du als erstes. Nee. But just over the legs, not over my whole body, okay? No. Just stay calm, please, thanks. Okay. Okay. Ich mach's. Okay. Ich mach's. Komm mal hin. Okay, super. Olli. Danke. Ich, im Gegensatz zu dir, ich brauch mein Gesicht noch. Ich kann's verstehen. Ich hab noch einen anderen. There's another trick. Wie wär's denn damit? Fahrradständer. Einfach reinfahren. Okay, dann da, bitte. Was? Alter! I came in like a rocket. Hat sie wirklich gemacht. I'm ready to hold you up. All I want you was to break you up. Are you ready to go? Da müsste jetzt aber eine riesen Beule im Reifen sein. Komm, Olli. Nee, oh. Nimm Platz. Ja, sehr gerne. Wenn du... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Vertraust einmal einem Ungarn irgendwie? Hat den höchsten Unterhaltungswert. Ja, wir wollen, da es ihm noch einigermaßen gut geht, eigentlich mehr davon sehen. Ja, unbedingt. Ich gerne. Bin schwerstens begeistert. Ja, bravo. Sehr, bravo, sehr toll. Bravo. Ich bin sprachlos. Wirklich. Danke, bravo. Dass ihr da seid. Ja. Was heißt Sackschutz auf Ungarisch? Sekedina. Okay. Dankeschön. Lisa Platasch. Dankeschön. Danke. Der wirklich mir das in die Eier rein, also, irgendwie. Du hast das aber auch provoziert. Du hast das provoziert. Ich dachte, er springt drüber irgendwie. Wie fest bist du dem Oliver Pocher hinten aufgefahren? It was just a little bit. Yeah. Ehrlich gesagt, das hat schon ganz schön gezwirbelt. Das kann man nicht anders sagen. Not too hurt. Yeah. Er fuhr ihm, wie man so sagt, ins Gegröße. Ja. Na, nicht schlecht. Der innige Wunsch, ein großer Bühnenstar zu werden, macht vor keiner Berufsgruppe Halt, nicht einmal vor Polizisten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis einer von diesen Talenten bei uns auftaucht. Atemlos durch die Nacht. Bianca Krebig, ich bin 24, komme aus Wiener Neustadt. Ich bin Polizistin. Und ich werde heute singen. Ich tanze gern, ich mache gern Sport, ich esse gern. Ich esse sehr gern. Karaoke singe ich jeden Mittwoch, da habe ich auch schon 7 Fans. Ich habe auch schon 4 Autogramme geschrieben. Da kommt sie jetzt, die Frau Revierinspektor, oder ich weiß gar nicht, Bianca. Sie schaut mich schon böse an. Grüß dich. Hallo. Habe ich deinen Titel falsch, oder was bist du? Inspektor. Wie schwierig ist es, wenn man als Polizistin ins Fernsehen will? Wen hast du alle fragen müssen? Wer hat Stempel gegeben, Formular ausgefüllt? Also zuerst natürlich meinen Vorgesetzten auf der Dienststelle, die Pressestelle, ja. Das K
Kabinett der Innenministerin. Also das hat Kreise gezogen. Also wenn ich heute nicht weiterkomme, dann ist das leider ein Drama. Ja. Eine Staatsaffäre. Absolut. Bist du gut? Ja, natürlich, sonst wäre ich nicht da. Das ist dein Countdown. 5, 4. Ja. Und du gehst jetzt da raus, wo ist mein Mikrofon? Kriegst du ein Mikrofon. Und dann ist das deine große Chance. Toi, toi, toi. Atemlos durch die Nacht, spür, was Leben mit uns macht. Atemlos. Hallo. Hallo. Guten Tag. Du heißt? Bianca. Bianca. Was machst du beruflich? Ich bin Polizistin. Ah. Ah, okay. Ich schätze, aufgrund des Mikrofons, du wirst singen? Ja, ich sing. Und was wirst du denn singen? Oh, sing. Gibt es ein Problem da mit deinen Freunden, die da sind oder so? Alles in Ordnung, ich freue mich, dass sie da sind. Wer ist das denn? Das ist meine Mama, der Helmut, mein größter Fan, und Diana, eine langjährige Freundin. Gut, dann bin ich mal gespannt. Was machst du denn, was singst du denn? Ich sing von Helene Fischer, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Helene Fischer, gut. Bitteschön, Bianca. Der Tisch gedeckt, der Wein schon kalt, aber du bist noch nicht da. Es ist ja nicht das erste Mal, du hast viel zu tun, na klar. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Und ich brauch das Gefühl, du bist da, wenn mein Herz erfriert. Wow, yeah! Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder. Ich an dich verlieren will, das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen. Wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Nimm dir Zeit für an dich verlieren will, das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen. Wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Nimm dir Zeit für mich. Also, bist du ein Performance-Talent, du bringst eine gewisse Sicherheit auf die Bühne, das gefällt mir auch. Stimme ist ja, aber ich will dich in dieser Sendung vorläufig nicht verlieren. Bitte, wer noch? Dankeschön. Bianca. Ich habe schon gemerkt, du warst sehr, sehr unsicher. Das ist wahrscheinlich einer deiner ersten Auftritte. Du hast immer zu deiner Familie rübergeschaut, ob es auch gut genug ist. Und da waren schon gravierende Holperer drinnen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Konkurrenz an Sängern für die zu stark wäre. Dankeschön. Für mich hat es eher überdurchschnittlich hohe Karaoke-Qualitäten, aber es reicht nicht für was Eigenständiges. Also, bin kein Schlager, Volker oder wie heißt es, Volker? Volksmusik, Volks. Ein Volker. Das liebe ich dir. Schlager, Völker. Schlager, Volksrapper. Ich bin jetzt kein Volksmusik-Fan, aber ich muss dir ehrlich gestehen, ich fand der Performance nicht schlecht. Aber für heute reicht's leider. Sind wir schon beim Drücken? Hast du schon? Du musst drücken. Eben was drücken. Leider. Ich habe gesagt, ich will dich nicht verlieren. Dankeschön. Aber danke dir trotzdem. Aber leider.
hat eine große Chance. Hallo. Hallo. Vier junge, frische Jungs sozusagen. Woher kommt's denn? Aus Südtirol. Aus Südtirol. Und wie sind eure Namen? Also René, Andrea, Jeffrey und Yoshi. Und Yoshi. Ihr schaut jedenfalls schon sehr lustig aus. Worauf dürfen wir uns denn freuen oder mit was wollt ihr denn heute sozusagen? Wir tanzen. Unser Herzen erobern. Ihr seid Tänzer. Okay, sind wir gespannt. The stage is yours. Ich würde mal sagen, ihr seid eine coole Truppe und ihr habt ganz viele Elemente eingebaut, die, finde ich, schwierig sind. Allein von der Körperakrobatik her, also mir hat das sehr gut gefallen. Das ist halt die Frage von der Steigerung her. Ich glaube auch, dass man da noch einiges machen kann bis zu den Live-Shows. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihr da als Gruppe sehr weit kommen könntet. Dankeschön. Sehenswert. Hat mir gefallen. Wir stimmen ab. Dankeschön. Hier. Ich finde vor allem die Kreativität, was wir oft bemängelt haben, ich finde es gut, dass ihr nicht einfach nur so im Jogginganzug und mit einer Mütze hier so assi-mäßig reinkommt und dann so ein bisschen, wir machen Tanzen und so, sondern da ist wirklich ein bisschen was dahinter, ihr habt euch was überlegt und auch den Mix der Musik hier hervorragend abgeliefert, von daher. Dankeschön. S.O.B. kommt zu uns. Juhu. Noch kurz verschnaufen. Alles rausgeholt. Wie war's? Super. Na, super geklappt. Ja? Volle super.
Und das glaubt man gar nicht da in Bozen. Da muss wirklich, die müssen viel Freizeit haben, dass sie das machen. Und die lernen genauso auf die Art und Weise? Komplett. So sitzen die im Hof. Ich bin Gernot Bruckmann, komme aus Villach, bin 22 Jahre alt und betreibe das Hobby und den Sport Modellflug. Meine Eltern haben das beide betrieben, haben das Hobby damals gemeinsam begonnen, wie sie jung waren. Und ich bin dann so gesehen da hineingewachsen. Von Baby an war ich mit dabei am Modellflugplatz. Es macht mir extrem viel Spaß, von der Konstruktion angefangen, dann über den Bau, dann eben über die ersten Testflüge, Veränderungen, dann Feinabstimmung, dann eben Training. Ich werde bei der großen Chance heute ein Indoor-Kür zur Musik präsentieren mit einem Modell, was speziell für den Indoor-Kunstflug ausgelegt ist. Und da ist er, der Gernot aus Villach. Genau, da bin ich, hallo. Wie bist du auf die Idee gekommen, eigentlich mit einem Modellflugzeug in einem Studio Tricks zu machen? Es gibt ja Hallenflugbewerbe. Also da gibt es Weltmeisterschaften, alles, aber das findet eben in Turnhallen statt. Ja. Und ich habe halt einfach gemeint, das sollen viel mehr Leute herausfinden, wie toll Modellflug sein kann und was man da alles machen kann. Und so eine Castingshow ist ja immer ideal. Jetzt ist das Studio zwar etwas kleiner wie gedacht, aber es wird schon funktionieren. Dann ist das jetzt deine große Chance. Das erste Mal, dass in unserem Studio was fliegt. Ja. Aber das ist ja, so viele Talente gibt es in Österreich. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Danke sehr. Ab auf die Bühne. Der? Ich bin der Gernot Bruckmann, komme aus Villach und zeige euch heute eine Modellflugvorführung zur Musik. Fliegt das über uns? Ich werde hauptsächlich über der Bühne bleiben, ja, aber ich werde schon ein, zweimal etwas leicht rüber auch gehen. Aber mit Abstand gar keine Gefahr. Ist ganz ein leichtes Schaummodell, also da kann wirklich nichts passieren. Na, zeig uns, was drauf ist. Okay. Ja. Hast du zufällig etwas? Ganz kurz übrigens fürs Publikum, bitte nicht versuchen, den Flieger anzufassen. Danke. Und auch nicht abschießen. Nein. Wo kommt er her?
Macht ungeheuer viel Spaß zuzusehen. Und die einzige Frage, die sich für mich ergibt, jetzt haben wir den Überraschungs- und Verblüffungseffekt. Wie willst du das steigern für den Fall, dass es weitergeht? Ein Geschwader? Oder was machen wir dann? Man kann einiges mehr machen. Es gibt unglaublich viel mehr andere Figuren, andere Choreografien. Man kann viel mit Effekten noch arbeiten, Lichteffekte, mit Glitzer, mit Konfetti, mit Bändern. Also man hat wirklich extrem viele Möglichkeiten, da noch mehr auszubauen. Okay. Oliver. Ja, Gernot. Ich fand das höchst spannend. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich bin selber mal so modellflugmäßig, mal habe ich es mal versucht, dass es kriege ich nicht ansatzweise hin. Von daher, ich würde es gerne noch mal durchaus. Danke sehr. Ich fand es auch. Ich finde auch das Hobby an sich ziemlich interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir auch sowas besorge und, und ein bisschen rumfliege mit mir selbst und dem Flieger. Wenn man bedenkt, wie lange du wahrscheinlich an so einem Flieger rumgebastelt hast oder an den Prototypen, glaube ich, kann man das durchaus als Talent sehen und deswegen ja. Danke sehr. In der Live-Show setzt du dann den Pocher als Piloten rein. Genau. Danke sehr. Macht er ein Foto von dir wahrscheinlich, weißt du? Sitzt dann drin. Auch lustig. Ja, Püppchen. Es wäre toll, wenn sie mich wirklich weiterlassen würden und ich noch etwas draufsetzen könnte in einer Live-Show, weil es ist wirklich noch einiges mehr möglich, auch wenn sie jetzt etwas skeptisch sind, die Jury. Abend. Bitte darf ich das vielleicht gleich überreichen? Du wirst mit der Bestechung beginnen. Nein. Nein? Weil ich Gärtner bin. Aber weil du Gärtner bist. Aha. Ich glaube, Sie wollen, oder haben Sie oder am liebsten? Oh, vielen Dank. Entschuldigen, wenn ich mich geirrt habe. Das ist lieb, ich mag jede Art von Rosen. Ich liebe Rosen, vor allem rote. Ich krieg sie leider viel zu selten. Und ja. Oder auch, ist sehr lieb. Oder auch nie. Nee, ist schon okay. Herbert, dir fällt grundsätzlich was auf jetzt in der Jury, ne? Jo. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, jetzt, was du machst, aber... Leider. Klar, es waren genau 4 Rosen da. Eine jo. Hast jo, du halt jemandem anders schon gegeben, jetzt sind 3 noch übrig. Hätte ja. Nein, ja, dumm, so nein, 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 danke. Nein, danke. Hier. Hola, Chica. Freunde, das hatte was. Ja, absolut. Und wir sind froh, dass das Gebiss nicht dran hängen geblieben ist. So. Herbert, wir sind abgelenkt von deiner Blumen-Performance. Du bist praktisch, wenn du noch zu zweit wärst, die Blumen-Group. Aber was machst du unabhängig davon, neben Blumen verteilen? Ich bin Gärtner. Ja, das haben wir gesehen. Liebe Musik und Tanzen. Ja. Die Natur, also sicher als Gärtner. Ne? Und alles, was halt positiv ist im Leben. Ne? Tanzen, Musik und... Ne, welchen Tanzstil willst Lieblings... Nichts Besonderes. Ja. Das können ja. Sie genauso... Man muss nicht das Bedürfnis dazu haben, ne? Tanz, Herbert, Tanz, also, zeig es uns. Und los geht's. Herbert. Ich hab stundenlang dieselben Gedanken im Kopf. Und sie drehen sich nur. Ich frag mich, was ich eigentlich will.
lustig getanzt. Vielen lieben Dank. Puh, ist ganz schön anstrengend, mein lieber Herbert. Oliver, ein ja. Fall. Ein Fall für also. Dich. Ja, ja. Herbert. Was kann man sagen? So- ja. Wie soll ich es dir sagen? Du strahlst viel Lebensfreude aus. Wenn ich jetzt mal ehrlich zu dir sein müsste. Vielleicht eher Gärtner als Tänzer. Naja, ist mein Hobby, ne? Und das möchte ich dir nicht nehmen. Vielleicht kann jemand anderes jetzt was sagen. Ja. Ja. Peter, ja. Der böse Wolf. Machen wir es kurz. Danke für die Einlage und ciao. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Lustig war's. Ja, privat gehen wir gerne nochmal antanzen. Aber ich glaube, für 100.000 Euro reicht es nicht. Müssen wir die Rosen zurückgeben? Oder nein. Dürfen die, okay. Weißt du, ich hätte dich sehr gern weitergelassen, allein wegen dieser lieben, netten Geste. Aber wir müssen leider fair bleiben. Und da gab es halt einige Leute, die bissi besser waren. Kriege wenigstens A+. Okay. Weil es macht ja nichts, ne? Na, Wunsch, ne? Als Comedy-Act finde ich dich sensationell. Wenn du es ernsthaft meinst, dann ist es eher schwer. Aber okay. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Das war deine große Chance. Danke für den Dank, Herbert. Danke, Herbert. Die Ausgänge befinden sich... Dankeschön, Herbert. Der Herbert. Aber mit dem hast du in der Disco sicher super viel Spaß. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Applaus zur Begrüßung. Herzlich willkommen. Wer ist der Sprecher oder reden alle? Üblicherweise können reden alle, aber er spricht. Okay, dann sei so nett, gib uns die nötigen Informationen am Beginn, nämlich wo kommt ihr her, was macht ihr wirklich beruflich und was, womit wollt ihr hier etwas erreichen? Okay, wir kommen aus Graz. Im bürgerlichen Beruf machen wir etwas ganz anderes. Wir sind alle Lehrer. An einer Eis. Ich habe gewusst, dass das... Wir sind die Kings of the Strings. Andreas, Wolfi, Klaus. Ich bin der Didi. Im richtigen Leben sind wir eigentlich Lehrer und wir sind in unserem eigentlichen Königreich heute. Das ist die halbe Liebenau in Graz. Ja, wir kennen uns alle hier aus der Schule und wir haben bald einmal begonnen, gemeinsam zu musizieren. Ursprünglich haben wir auf Festen gespielt, ganz ungezwungen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, dass die Resonanz sehr gut war. Haben das dann etwas intensiviert, haben auch das Repertoire erweitert. Die Musikrichtung würde ich jetzt als Akustikrock bezeichnen, ja. Wir
die große Chance verstehen wir eher natürlich auch als große Chance, aber wir betrachten es als Spaß. Ich wünsche mir natürlich, dass die Jury auch begeistert ist, aber in erster Linie geht es darum, die breite Masse sozusagen zu begeistern. Darf ich raten, vier Musiklehrer? Nein. Sondern? Wir haben einen richtigen Musiklehrer. Das bin ich. Rechtsaußen, der Fußballer-Typ, was ist der? Der Rechtsaußen ist ein ehemaliger Fußballer und Touren- und Geografielehrer. Und auch Gitarrist, wie man hoffentlich merken wird. Und du? Ich bin auch Sportlehrer und außerdem habe ich Psychologie und Englisch. Und der Kollege? Ich bin Englischlehrer und habe auch Geschichte studiert. Ah, ein bisschen strenger. Sehr strenger, ja. Was werden wir hören? Wir nützen diese Chance natürlich, um eines unserer eigenen Lieder zu präsentieren. Es ist eine Ballade, die ich geschrieben habe und die wir gemeinsam arrangiert haben. We've been through it all. Gut, bitte. Sometimes I feel that I'm losing track. That's when I know it's no good to look back. Sometimes I feel I got the heart of a lion. Sometimes I wish I had a shoulder to cry on. I know what it's like to feel restless and blue. I know what it's like to wake up without you. I know the taste of anger and rage. Do you know how it feels to be stuck inside this cage? You made me dance and you made me crawl. You touched my heart. Es war jetzt wirklich, ich kann mir gar nicht erklären, warum, aber es war einfach wahnsinnig entspannend, euch zuzuhören. Man ist so auf einer Woge des Glücks dahin geglitten. Ich habe es sehr, sehr schön und angenehm empfunden, wie ihr Gitarre spielt. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Bei uns in Tirol gibt es ein Sprichwort, das heißt, es tut menscheln. Ich weiß nicht, ob man das versteht, Olli. Es tut menscheln. Es tut menscheln. Genau. Und den Eindruck habe ich bei euch gehabt. Deswegen, ja, es hat mir angesprochen und mir gefallen. Danke schön. Danke. Wie gerne hätte ich euch vier Lehrer in alle Einzelteile zerlegt hier, um so die eigene Schulzeit nochmal aufzuarbeiten. Aber. Da wird die Sendung nicht reichen für dich. Ich weiß. Aber ich muss sagen, neben der Background-Geschichte, dass ihr halt einfach jetzt vier Lehrer seid, das hat extrem viel Charme und Flair und war auch noch wirklich gut vorgetragen.
Hat mir sehr gut gefallen. Schlicht? Ja. Schließe mich den qualitativen Aussagen an und die Chorsätze ein und frei. Plus! Von mir auch. Lehrer. Das sollte hier keine Rolle spielen. Das war das erste Mal, dass es für mich angenehm ist, Lehrern zuzuhören. Oh. Vielen Dank, ihr geilen Lehrer. Danke. Ich sehe ja ganz recht, so einen Lehrer hätte ich auch gern gehabt. Ja, die wirken total sympathisch. Ich bin jetzt mega Warum entspannt. Warum habe ich immer nur so Lehrer? Mein Name ist Leonid Belyakov. Ich komme aus Deutschland, aber bin ich russischer Nationalität. Und ich mache die Hundedressur, lustige Hundedressur. Und ja, ich tritt auch mit meinen vierbeinigen Freunden. Ich habe Spaß und meine Freunde hat auch Spaß. Und jetzt kriege ich eine Chance, auf der österreichischen große Chance zu auftreten und vielleicht zu gewinnen. Das wird uns sehr freuen. 100.000 Euro hat ein Hund schon mal gewonnen. Bei uns, ja, aber der war größer, der ist sehr klein. ja, stimmt, ja. Ist aber nicht die einzige, die mit dir auf der Bühne sein wird, sondern? Ja, das ist noch vier Begleiter, das ist mit uns auftreten. Und wir hoffen, dass alles gut geht. Ja, niemand gebissen wird. Wir hoffen auch. Ja? Leonid, eure große Chance. Danke. Toi, toi, toi. Okay. So, gleich geht's los. Da dreht sich sowas am Spieß, aber das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall.
dürfte den Hund bitte einmal kurz halten? Ich bin als Juror sowieso ausgeblendet. Natürlich, ich habe zwei natürlich. Hunde, ich liebe Hunde, mein natürlich. Herz ist da. Ja. Aber ich muss mir das schon mal aus der Nähe anschauen. Ja, das ist heiß. Aber Godzilla. Wie? Godzilla? Godzilla. 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 Wie kann bitte. Hallo, Schatz. Wie kann bitte so ein Hund Godzilla heißen? Indem er jetzt zubeißt. Ja. Das ist der Suarez-Effekt. Du brauchst den Godzilla eh nicht mehr, gell? Ich würde ihn ja so gern mitnehmen, aber das bringe ich dann doch nicht übers Herz. Aber du würdest wahnsinnig gut in unsere Hundefamilie passen. Ja, oder in deine Kampfhamsterschule. Wenn Sie haben Lust, wir können einen Trick zusammen machen. Das ist der schwierigste Trick. Das ist, man muss schon wissen ein bisschen. Was wird das? Zeig her. Ja. Godzilla, ja. Schätze, Spazi. Ich muss da hin. Festhalten. Festhalten? Ja, keine Bewegung. Keine Bewegung. Genau so. Mein Gott. Achtung. Mein Gott. Immer der gleiche Effekt, wenn Frauen keine Kinder haben, sondern ja, ein Hundefanat. Ja, Leonid, das ist wunderschön, das ist eine fantastische Shownummer. Der Süßeffekt ist da, das ist auch was Außergewöhnliches. Also ich gebe dir für heute auf jeden Fall ein Plus, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal deutlich in der Jury unterhalten müssen mit normalen Männern. Wo kriegen wir einen her? Ich habe selbst Hunde und ich weiß, wie schwierig es ist, einem Hund auch etwas beizubringen. Deswegen ich lasse dich jetzt auch mal in die nächste Runde. Dankeschön. Wie die da reinspazieren sehen, dann habe ich gesehen, wie sehr die Hunde im Fokus haben und dass die dich sehr lieben. Und mein Gott, ihr habt mein Herz erobert und der Godzilla sowieso. Godzilla. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Hast uns Freude bereitet. Спасибо. Los wie Daniel. Пожалуйста. Merci. Dankeschön. Спасибо. Danke. Vielen Dank. Leonid, dein Applaus für deine Hunde. Bis zur Entscheidung. Schau, wie er nachkribbelt. Also ich bin der Raphael, Niederstädter mit dem Nachnamen und ich komme aus Tirol, in Österreich ist das, aber ist eigentlich logisch. Ich spiele ultra gern Gitarre. Woher ist das Talent? Vom Daddy? Ja, vom Papa hat die Song, weil er Gitarre studiert hat. Einmal, da bin ich halt vom Kindergarten heimgekommen. Dann hat meine Mama gesagt, können wir gerne meinen Papa abholen auf dem Bahnhof. Dann sind wir da hingegangen und dann hat mir der so eine kleine Kindergitarre mitgebracht. Und ja, dann habe ich mich halt total darüber gefreut und dann habe ich halt gleich ausprobiert daheim. Und dann habe ich mir gedacht, das ist das richtige Instrument für mich. Bist du nervös? Ja, ein bisschen. Du auch? Ja, auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen aufgeregt ist meine ich immer. So ganz wegdrucken kann man das jetzt auch nicht, aber nicht wirklich eigentlich. Wie bist du drauf, Raphael? Also ich freue mich schon ziemlich da jetzt rauszugehen und meine Sache zu machen. Ziemlich? Ja, ich finde es immer so voll lässig und so voll genial, so vor vielen Leuten zu spielen. Mir taugt das voll. Gibt's irgendwas, das dich aus der Fassung bringt, wo du nervös wirst? Nicht wirklich, nein. Da kann nichts schief gehen. Also dann wird zwei die einzigen, die nervös sind. Raphael, dann würde ich sagen, deine große Chance. Für dich. Danke. Ab auf die Bühne. Hallo. Hallo, ich bin der Raphael, ich komme aus Tirol in Schwarz. Ja. Und wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre. Junger Mann. Und was hast du außer der Gitarre noch mitgebracht? Also ich singe meine Eigenkomposition und begleite mich da selber mit der Gitarre. Und komponierst du viele Lieder oder wie kamst du deiner eigenen Komposition? Komposition? Nein, wie kommst du deiner Komposition? Nein, Komponisierung. Komposition.
Ja, Mann. Und worum geht es in deinem Lied? Also, es heißt Game Over und da geht's halt Sonne nach Las Vegas, Kim, und da alles verspielt und... Genau, das ist ja als Elfjähriger passiert einem das öfter. Ja, immer. Steigst aus und dann Alkohol, Stripclubs und irgendwann halt Game Over. Sicher. Okay, super. Da hast du ja schon viele Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns auch schon auf deinen zweiten Song. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Aber mach mal ruhig dein Ding. Du hast ja einen interessanten Lebensstil. Ja, bitte, dann leg mal los. Ich bin sehr gespannt. Viel Glück. Danke. Vegas. We kept on playing the game poker. I put in all I had and lost. This made me so sad, but the game was over. Now the game was over, over. The game was over. Also es hat natürlich schon, muss ich sagen, eine gewisse Komik, wenn so ein Elfjähriger einen Song über Las Vegas singt in so einer glockenhohen Stimme, aber auch mit Englisch und so. Also da setzt du dich hin, schreibst das auf Englisch? Also ich habe das auf Englisch geschrieben, habe es zu meiner Tante geschickt. Also der will ich unbedingt danken jetzt, weil der hat mir dann alle Grammatikfehler und so ausgebessert. Ja, du hast natürlich eine absolute Ausstrahlung, das ist hier nicht wegzudiskutieren. Du kommst hier mit 11 Jahren ganz cool rein, spielst hier einen Song, irgendwie was andere mit 30, 35 oder am Ende ihres Lebens erlebt haben, ja mal kurz runter. Das macht nicht jeder, also von daher schon mal Glückwunsch, das war ein super Auftritt. Okay. Ich mag dich, du bist lebenswert. Lieber Raphael, ich möchte ganz kurz etwas sagen. Und zwar, du erinnerst mich selbst an mich, eigentlich an meine Beginne, weil ich habe auch... An Las Vegas? Nein, Las Vegas gar nicht. Aber ich war angefangen, mit der Gitarre selbst zu schreiben. Und bin meine Eltern ziemlich damit auf den Sender gegangen. Und viele haben das nicht verstehen können. Deswegen bleib dabei und schau, ich bin auch immer noch da. 25 Jahre später oder vielleicht doch ein paar mehr. Deswegen möchte ich dir gerne ein Plus geben. Und liebe Grüße an Tirol, sag. Danke. Mir hat es sehr gut gefallen und von mir gibt es ein Plus. Danke. Ich würde gerne das nochmal diskutieren, ob wir dich hier weitersehen. Deswegen kriegst du auch an dieser Stelle von mir jetzt ein Plus. Danke. Vielen Dank, Raphael. Ist noch nicht Game Over. Dankeschön. Dein Applaus für die unfreie Entscheidung. Der hat schon was von so einem kleinen Justin Bieber, aber cooler. Ja, und vor allem, das erwartet man mit dem Alter nicht, dass der so schwere Themen Gitarre gespielt hat. Gut, alles in Moll. Ja.
The game was over. Ja, ja. Leute lieben sowas. Petra Frey ist das erste Mal in der Jury der großen Chance dabei. Hallo, wer bist du? Ganz gemäß ihres eigenen Standes kümmert sie sich klarerweise um die große und wichtige Gruppe der Gesangstalente. Du hast da ganz deine eigene Art und Weise entwickelt, Musik zu schreiben. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe das in der Art und Weise eigentlich so noch nie gehört. Denkst du manchmal noch an Wien? Petra Freys Stärke ist übrigens, dass sie fast immer das Positive in den Kandidaten zu finden scheint. Ganz egal, wie lang man danach eventuell suchen muss. Und tief in unserem Herzen drin. Ich glaube sehr wohl, dass du so 50, 60 plus ansprichst, auch mit der Art von Musik. Kann man schon vorstellen. Das ist dann oft so in einem schönen Tanzlokal, wo dann die Pärchen am Abend sich so geschmeidig dem auch auf der Bühne diesen mit Hit hingeben. Für 100.000 Euro ist mir der Satz zu wenig. Da hast du Falco fast ein zweites Mal getötet, ehrlich gesagt. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht so unglücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht sie. Ihr seid eine ganz unique Truppe, eine sehr interessante Truppe. Finde ich großartig. Fröhlichkeit, Wochenend und Sonnenschein. Restless sleep, waking up without a coffee machine. My heart is undone. Durch diese Effekte kann ich nicht wirklich hören, was du singst, weil es also ja. Ist ein bisschen schwierig rauszuhören. Okay. Weil in der Halle klingt es großartig und um ehrlich zu sein, das ist genau mein Musikgeschmack. Das ist okay. So Musik, die ich um 2 Uhr morgens reinhau, wenn ich allein zu Hause bin. Trotz des ganzen Echos habe ich die Stimme rausgehört und da hat es leider nicht ganz gereicht heute. Ich beurteile jetzt auch so das Gesamtpaket einfach und glaube, dass es schwierig ist, neben anderen Sängern, die dann schon da waren oder vielleicht noch kommen würden, schwierig ist für die dann da mitzuhalten. Ich finde das auch alles, was du machst, irgendwie gut, aber ich befürchte, wir werden bessere Sänger haben und dann ist es fast unfair, dich so lange hinter der Bühne warten zu lassen. Ich war noch nie in Brasilien, mein Urlaub ist sehr lange her und jetzt war ich 3 Minuten dort. Dankeschön. Olli, Olli, komm. Mach mal den Po-Wachsler für uns. Oh ja. Olli, fang auch mit dem Abstimmen an. Ja gut, was soll ich denn jetzt noch sagen? Jetzt bin ich ja Teil der Gruppe, da muss ich sie ja weiterlassen. And I can be your hero, baby. And I can kiss away the pain. And I will stay by you forever.
Für eine Karaoke-Bar sicherlich, da bist du der absolute Gewinner, aber für professionelle Musik oder für ganz vorne wird es sehr, sehr eng. Also ich bin der Konstantin Schallert und das ist der Samuel Bircher und wir sind Speed Diabolo. Ich bin 13. Und ich bin 14. Die Konkurrenz ist sehr groß, wir haben einige Künstler da, aber für euren Mut, für die Performance, fürs Training gibt es auch von meiner Seite ein Ja, ein Plus. Danke. Die ganze Zeit rennst du mal dumm, schaust dir Füße mit rechts und was daneben dir passiert, interessiert dich ein Weg. Deine Sorgen schmelzen weg, weg wie der Schnee, du hast ein Leben lang in Ruhe. Mama, die Schnee, hey, me, ma, wo ihr so hier, egal, ob es stimmt, wie frei, ma uns weh und es ist doch eh. Ich mach nie ein Geheimnis draus, ich bin ein Rocker, bei mir wird's ein Plus. Was du magst, sogar was du gern isst, was die Zeitung überschreibt, der ist ein einfach so gaum, was dahinter steckt. Ich bin ein bisschen schaum, hör mir mal. Es war halt schon ein bisschen viel Gebrülle. Und ich glaube, das wäre dann schon allen anderen gegenüber, den Kandidaten, die da noch Peter, sind. Peter, das gehört so, glaub's mir. Leider. Es ist okay, alles vor. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil hier sind Herrschaften aus Tirol. Das macht mir prinzipiell noch keine Angst, aber ihr schaut irrsinnig gefährlich aus. Vor allem du. Grüß Gott. Hallo. Wer bist du? Die Nina. Die Nina. Nina, du hast was an. Warum hast du was an und was ist es? Es ist ein Anzug. Richtig. Und wir haben einen Gürtel. Und der ist nicht nur dazu da, dass die Kleidung hält, sondern der zeigt auch an, wie gefährlich ihr seid, oder? Mhm. Du hast einen braunen Gürtel. Was heißt das? Das heißt, dass ich schon fortgeschritten bin. Das heißt, du kannst mich sowas von auf die Matte legen, dass ich gar nicht weiß, wie mir geschieht, oder? Mhm. Hallo, ich bin Min-Soo Kim und ich komme aus Südkorea und ich bin Taekwondo-Meister. Taekwondo ist mein Leben. Ich habe mit 5 Jahren Taekwondo angefangen und habe Taekwondo auch auf der Uni Taekwondo studiert. Te bedeutet Fuß, Gon bedeutet Faust, Do bedeutet die geistige Weg. Ja? Taekwondo lernt man Beweglichkeit und dazu noch Höflichkeit, Disziplin und Selbstverteidigung. Und wir sind heute mit 3 Kindern und mit 4 Erwachsenen und hier dabei. Und wir zeigen heute ein tolles Taekwondo-Show. Oh. Hallo. Wer seid ihr? Wir sind KMS Taekwondo bzw. das Demo-Team von KMS Taekwondo aus Innsbruck. Aus Innsbruck. Aha. Das heißt, du bist der Meister. Ja, genau. Mit einem schwarzen Gürtel. Ja. Ich habe ja auch ein paar schwarze Gürtel. Oh, gefährlich. Aber Designer-Gürtel. Wie ist es gefährlich, was ihr macht? Also, wie groß ist die Verletzungsgefahr? Ja, was heißt gefährlich? Wenn man es oft genug übt, nachher wenn eine Routine drin ist, wird es nicht mehr gefährlich. Gut, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Bitte, eure Chance. Okay, danke schön. Okay. Thank you.
Ist noch, habt ihr noch ein Brett ja, über? Sollen wir es mal probieren? Ja, ich möchte gerne nur einmal so Frust abbauen irgendwie. Ich möchte einmal so ein. Einmal fürs Gefühl. Das macht mich auch viel böser direkt gleich. Gibt's irgendeine. Ich finde, ein Kind sollte das Brett halten. Was ist denn besser? Soll ich kicken oder. Meistens einfach kicken. Kicken? Ja. Okay, dann kicken ist besser. Nice. Ah, Moment. Normalerweise würde ich ihm jetzt in die Eier treten, gucken, dass das Brett runterkommt und es dann kaputt macht. Komm ich da hin? Warte. Ja, probier. Muss ich auch dieses Aggressive so von dir, so diese Grundattitüde. Ah! Wow. Ja! Ex-Frau! Sag mal, ich krieg ja Angst vor mir selber. Ja. Ja. Ich fand's. Gott! Oh, ups, da hab ich auf den Falschen gedrückt. Sorry. Also, da waren schon ein paar Momente darin, da ist mir die Spucke weggeblieben. Ihr habt alles drin, vom Meister angefangen bis zu den Meister-Kids. Tolle Choreo und da waren einfach diese Special Effects drin von mir. Bitte, ich würde euch gerne nochmal sehen. Vielen Dank. Danke. Ich würde mich mit keinen von euch anlegen wollen, schon gar nicht mit den Kleinen, weil die Blicke allein haben mir schon fertig gemacht. Dickes, fettes, grünes Blut. Die Kleine in der Mitte, so einen grimmigen Blick habe ich nur bei Scheidungen gesehen. Zeig mal, mach mal. Mach das. Ha, ja, aber mit dem bösen Gesicht. Ja. Los! Dankeschön! Mach nur einmal diesen, ja? Nein, mehrfach schon eigentlich auch. Ja. Ciao. Ja. Fuck, Alter! Wieso bin ich so scheiß nervös, Alter? Ich pack's nicht, Alter! Patrick, was war los? Alter! Alter, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die Zeit um 4 Stunden zurückspulen. Da war die Welt von Patrick noch in Ordnung. Mein Name ist Patrick Köhler, bin 25, arbeite als Leiharbeiter in der Produktion. Eigentlich wollte ich ja Krankenpfleger werden, aber da habe ich jetzt eine Absage bekommen. Und bis jetzt arbeite ich ja dort mal. Jetzt schaue ich auch mal, ob es hier eine große Chance passiert. Also ich singe von Puddle of Mud, She Fucking Hates Me, a cappella. Hab noch nie vorher gesungen, auch nicht, also erstmal vor Publikum, überhaupt vor Leuten. Gerade meine Mom und meine Schwester haben mich mal singen gehört und das war's. Ich bin auch wegen meiner Schwester eigentlich hier, weil sie mich hergeschliffen hat. Und ja, jetzt bin ich halt hier, mit der großen Chance. Ich nehme vor, nicht so nervös zu sein. Und dass ich das halbwegs gut singen kann. So, du kommst zu mir. Ja, hallo. Servus. Komm her, lass dich anschauen. Du bist ins Fernsehen? Ja. Nicht? Ja, ja. Du bist dir nicht sicher, ob du ins Fernsehen bist? Doch, ich bin mir sicher. Weil das sollte man sich an der Stelle jetzt holen, weil jetzt ist da draußen ist gleich, also wir haben jetzt schon ein bisschen Fernsehen. Ja, geht schon. Auf die Bühne bist du. Warum? Ja, weil ich singen möchte. Ja? Ja, weiß ich. Kannst du das? Ich denke, ich weiß nicht.
wenn du dich jetzt ganz ehrlich selber einschätzt, du würdest sagen, du kannst... Ja, ich denke schon. Ja. Gut? Ja. Wir werden sehen. Dann probieren wir es. Deine große Chance. Bald, ich auf die Bühne. Grüß dich. Hallo, ich heiße Patrick Krüger. Wer? Ich heiße Patrick Krüger. Ja. Bin 25 Jahre alt. Ja. Ja. Darf ich singen? Gern. Du willst was? Darf ich singen? Sing. Okay. Ich höre ihn jetzt das erste Mal singen. Wirklich? Ja. Meine Girl. Thought he was grand, oh, fell in love, fell at first hand. Went well for a week or two, oh, then it all came unglued. In the trap, drip a king grip, I'll never fall, I'll be the one it's left. And then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. I tried. Ah, Patrick. Es tut mir leid. Nein! Er ist sehr nervös gewesen, ne? Wahrscheinlich noch immer. Das ist doch eine Blamage halt, ne? Patrick, eine kurze Frage. Ist das gewollt a cappella oder kommt da noch irgendwann Musik und ich hab's verpasst? Ja, es ist a cappella. Ja. Es wird kein Platz 1 in der Hitparade. Stimme ab. Ja, Patrick. Fängt er nicht an. Patrick, egal was du genommen hast, hast du das noch? Nein. Okay, was? Okay. Patrick, wir erlösen dich. Danke. Okay. Scheiße. Danke, Patrick. Danke. Okay, was war das jetzt? Fuck, Alter! Wieso bin ich so scheiß nervös, Alter? Patrick. Pack's nicht, Alter! Patrick, was war los? Alter! Versungen? Nerven? Oh mein Gott, Alter! Herzinfarkt! Herzinfarkt, ich pack's nicht! Bloß, wir hätten Ärzte am Gelände, aber es kann nicht. Du warst nervös, oder? Sie scheuchten aus. So nicht sehr gut, ich würde die Hände aus dem Gesicht nehmen. Blamage, hey, ich bin Fernsehen. Juhu. Alter! Ist nichts passiert. Alter! Fuck, Alter! Ich bin der Joe, ich komme aus Linz und bin 21 Jahre alt und ich schreibe meine eigenen Songs. Ich studiere Gitarre und Gesang. Und bin quasi rund um die Uhr mit Musik konfrontiert. Ich sehe mich jetzt nicht als den ärgsten Rocker oder so, sondern mache eher etwas ruhigere Musik, würde ich sagen. Einfach das, was am besten zum Typ passt. Musik hat eine gewisse Energie und Magie, die man irgendwie nicht beschreiben kann, die einfach gewisse Emotionen und so vermittelt. Man verbindet das immer mit persönlichen Geschichten und so. Ich finde generell ist es wichtig, dass man irgendwie versucht, was Eigenständiges zu machen. Und ich bin einfach jetzt gerade am Weg quasi der Findung dieser Eigenständigkeit und das will ich eben da präsentieren. Guten Abend. Guten Abend. Servus. Hallo. 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 Wie heißt du? Ich bin der Joe, ich komme aus Linz und ich bin 21 Jahre alt. 21. Und ich würde euch gerne einen eigenen Song von mir präsentieren. Und in welche Richtung wird es gehen? Also was hast du geschrieben für uns? Pop eigentlich. Pop. Genau. Gut, dann rock it. Viel Glück.
stop thinking about the words you said. It keeps spinning my head around, round. I can't get it out of my mind. I'm still alive and the nights are dead. I keep waiting for my queen and my king size bed, but you're not around, you're not around. I can't get you out of my mind. And you fall asleep to the sound of rain. Ooh, as you're closing the shades on the very last train. But I know how to turn the tracks back. I'm gonna turn the tracks back. If I could ever fall asleep, I would paint my dreams and leave behind the tears I cry with open eyes. If I could ever fall asleep, hast du so eine kleine Gabe, muss ich sagen, dass du eine ganz intime Stimmung schaffen kannst. Okay, danke schön. Das Ding heißt, wenn ich nur endlich schlafen könnte, sag, bei welcher Gelegenheit ist das entstanden? Es ist tatsächlich in einer schlaflosen Nacht entstanden. Ja. Und zwar aufgrund einer gescheiterten Beziehung. Und es geht darum, dass man sich einfach wünschen würde, in einem Traum zu verschwinden, wo alles so ist, wie es vorher war. Als das entstanden ist, hat sie dich verlassen oder du sie? Ja, genau. Sie dich? Genau. Das wird sie aber ganz schnell bereuen. Ja, genau. Saudi. Aber gut. Das für dich. Stell dir vor, du verlässt den Tipp und dann schreibt er so ein Lied. Org. Aber ich würde ihn noch nicht verlassen. Niemals. Und weil ihr wirklich dank der großen Chance bald viel mehr weibliche Fans haben wisst, bist du jetzt Single oder nicht? Ich bin Single, ja. Hey! Das wollten wir wissen. So, wir halten dir die Daumen. Dankeschön. Und hoffentlich geht's für dich weiter. Danke. Bitte. Und da kommt die nächste, die Natalia aus Lörrach. Hallo. Hallo. Du hast kalte Hände, merke ich gerade. Bist du nervös? Aufgeregt. Ja. Ja, das gehört auch dazu, denke ich mir. Für das, was du jetzt gleich machst, brauchst du warme Hände oder ist eh egal, wenn die kalt sind? Das ist egal, ja. Was machst du? Ich tanze. Ja? Natalia, dann ist das jetzt deine große Chance. Ja. Wenn schon die Hände kalt bleiben, dann wären es die Füße heiß wahrscheinlich. Danke. Toi, toi, toi. Ab auf die Bühne. Hallo. 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 Natalia. Genau. Was machst du denn heute hier? Ich mache eine Mischung aus zwei verschiedenen Tanzrichtungen. Nämlich? Jazz, Modern und Popping. Mhm. Olli drückt schon auf Plus. Ja.
Popping, ah, okay. Naja, deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie Popping auch immer funktioniert. Und du hast einen Akzent Osteuropa, oder? Ich komme ursprünglich aus Russland. Ah, wunderbar. Und du bist verheiratet schon? Ja. Wie lange? 6 Jahren. Oh, und dein Mann macht was beruflich? Der tanzt auch. Gut, und das reicht als Job, ihr könnt davon leben. Mein Mann arbeitet noch im Bank nebenbei. Ja, klar, wenn das Geld nicht reicht, dann arbeitet er mal kurz in der Bank. Ja. Und das ist der Mann, der ab und zu in die Bank geht, wenn das Geld nicht reicht. Das darf dann nur mein Chef nicht hören. Hallo, ich brauche Geld. Gut, dann sind wir gespannt. Bitteschön, deine Bühne. Also ich war jetzt ehrlich ein bisschen baff, was da alles an Bewegungen gekommen ist. Ich finde, du bist sehr exakt im Tanzen, wie das alles so hin und her geht. Also ich habe meine Augen irgendwie nicht von dir abwenden können. Ich war total gespannt, was da jetzt noch so alles passiert. Habe das sehr, ja, sehr interessant gefunden, sehr anders. Ich kenne persönlich nicht so viele Tänzer, vor allem Frauen, die sowas machen. Meistens kommen ja Männer daher oder Männergruppen, die dann sowas in der Richtung fahren. Ich hätte ganz gern mal ein Mädel dabei, muss ich gestehen. Also ich fand, danke. Du warst bis jetzt das Beste an Tänzerin, das ich jetzt in dieser Staffel gesehen habe. Vor allem nicht nur diese Zeitlupe-Aktionen, das war wahrscheinlich dieses Popping, oder? Ja, genau, das okay. Ist Popping. Also ich fand das wirklich grandios. Ich will auf jeden Fall mehr von dir sehen. Von mir, wow, Hammer, cool, weiter. Danke. Ja, ich sehe das ein bisschen anders als Larissa. Ich fand das schon gut, du hast es auf den Punkt, diese ganzen Robot-Moves auch gemacht, keine Frage. Ich fand es aber eher, ja, das ging dann so von den ganzen Musikstilen, das war alles so ein Wirrwarr. Ich hätte dann, vielleicht wirkt es auch in der Gruppe dann doch noch ein bisschen interessanter, wenn das dann irgendwie 5 Leute gleichzeitig auf den Punkt machen. Ich tue mir sehr, sehr schwer, hier ein Plus
zu geben. Ich kann dir da helfen. Ja, ich weiß, hasst mich. Oh, meine Fresse. Komm, drück das Grün. Ja, ist ja schon gut, meine Güte. Danke. Ich hab's gemocht. Mir hat es gut gefallen. Freut mich. Dankeschön. Danke. Hallo. Hallo. Bilde ich mir das nur ein oder seid ihr Zwillinge? Wir sind Zwillinge. Wer ist der Ältere? Ich. Wie viel älter? 3-5 Minuten. Das ist unklar. Naja, man kann sich kaum erinnern an sowas. Was macht ihr beruflich, außer einen guten Eindruck? Dankeschön. Also. Bitteschön. Also ich arbeite am Zug als Steward. Ja, und dein Bruder? Also ich arbeite in Einzelhandel. Ja. Ja, es war eigentlich noch keine Point. Also ja. Ich meine, das war lustig, aber... Ja. Und ihr wollt beide aus euren Jobs aussteigen und künstlerisch weiter tätig sein. Ja. Das ergibt sich dann. Schauen wir mal. Also wir tanzen so schon. Sagst du, eine dumme Frage, wird hinter der Bühne irgendwas ausgeschenkt, was die Leute... Leider nicht. Leider nicht, gut. Juan Carlos und Christian, das Geschwister, das Zwillingspaar sogar, ist jetzt dran. Wer seid denn ihr? Ich bin die Schwester, die Große. Und du? Eine Freundin. Gut. Zeig mal, was ihr drauf habt. Ja. Just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted. Never get confronted for it, 'cause they stick up for me. Singt von Ihnen immer nur einer oder ist es die heutige Formation? Sie können beide singen. Also beide singen und beide tanzen eigentlich. How it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I'd listen to her. It's a little too late for you to come back. If you thought I would wait for you, you thought wrong. But you're just a boy. You don't understand. Someday you wish you were a better man, yeah. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Until you lose the one you wanted, 'cause you're taking her for granted.
But you're just a boy. Ja. Wie soll ich das sagen? Ich überlege mir gerade, ich habe ja selber Zwillinge. Auch Eineige, auch Jungs. Und wenn ich mir vorstelle, die würden das mit 21 jetzt hier so machen. Was wir schauen uns aber schon ein bisschen ähnlich, oder? Wir beide? Ja, Papa. Na, was heißt, mit 14 hätte ich deine Mama weggehauen haben müssen? Möglich. Ja, das ist, also, ihr meint das ernst, ne? Das ist jetzt, oder ist das, also, weil so mit dem Tanzen und so, ich, wie soll ich das sagen? Das hat eine gewisse Komik, wenn du das so machst halt irgendwie. Das ist halt so, die so, wow, hey, bam, forever boy. Und als Comedy Act hätte ich sensationell gefunden. Ja, es ist halt auch gesangstechnisch war es halt so jetzt auch nicht so richtig gut. Es war irgendwie nett getanzt und ihr kommt mir fast vor wie ein Liebespaar. Das macht mir auch Angst teilweise. Und ihr seid Brüder. Also ich meine, tja. Naja, also sagen wir mal so, die Nummer bleibt definitiv in Erinnerung mit euch beiden. Habt ihr, was ist der nächste Song, der jetzt kommt? If I Were a Boy, was ist das nächste? My Heart Will Go On und so, oder? Ja, wenn du das willst, warum nicht? Nee, was wäre denn der nächste Song, den ihr spielen würdet? Es wäre eigentlich eine Überraschung, also wenn, dann müsstest du dich überraschen lassen. Ja, ein Satz, der viel Angst macht. Vielleicht begründen? Hm? Soll jemand übernehmen, Uli? Betsy, machst du mal weiter, bitte. Ich muss ja, das sacken lassen ja, hier lass mit den, mal ab, die weg. Mit unseren Zwillingen hier. Ich finde euch sehr unterhaltsam und skurril. Das muss ich schon mal vorweggeben. Und absolut. Es ist fast schade, dass das Singen so dermaßen in die Hosen gegangen ist. Weil es war irgendwie eine lustige Geschichte, so mit dem Spiegel und was ihr euch da ausgedacht habt. Es war ja nicht uninteressant. Ich wäre schon gespannt gewesen, was dann noch da kommt. Aber ich muss es wirklich ganz ehrlich sagen, also Gesang ist das Gesang. Ich bin auch schon ganz gaga. Ja, ihr habt was Verwirrendes. Also okay, wie auch immer, gibt es ein Minus. Ich sehe keine Steigerung. Leider nein. Ja, Jungs, wie schon gesagt, dann von mir dafür, dass ihr einfach als Zwillinge so eine lustige Nummer macht. Zumindest ja, gibt es ein grünes Blues, pass auf. Ja, das mache ich auch gerne. Ah, denke so. Ich doch. Weil, wie schon gesagt, ihr habt mich schon ein bisschen jetzt geil gemacht, was wirklich kommen würde, aber... Schade, dreimal danke, Minus. Danke, danke. Danke, tschüss. Das war eine große Chance. Ciao. Das war euch. Aber eines können sie, sie können einen echt Gaga im Kopf machen, oder? Es war originell, es ist ja oft so mit originellen Acts, Leute verstehen das nicht immer gleich und in 20 Jahren kommt sie dann hammermäßig raus. Ja, das kann so sein. Das kann so sein und das wünsche ich euch auch. Ich möchte, solange das aufgezeichnet wird, nicht sagen, was ich wirklich denke. Ja, und ich bin dir dafür dankbar. Bereit für die nächsten Talente, ja? Nora und Hanna. Also ich bin die Nora Baumann, ich bin 13, ich bin aus Tirol, aus Ranken, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Innsbruck. Und ja, wir singen zusammen. Ich bin die Hanna Meizner, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne im gleichen Dorf wie die Nora. Und ja, wir machen zusammen Musik. Also wir sind mit der Volksmusik aufgewachsen und wir haben eine Volksmusikgruppe zusammen. Und da haben wir immer Volksmusik zusammen eben auch gespielt. Ich spiele Harfe und wie
ich dran gekommen bin, das weiß ich eigentlich selber nicht mehr so genau. Nur, ja, ich wollte eigentlich, meine Mama hat mir erzählt, als kleines Kind habe ich immer gesagt, ich will Harfe spielen. Und ja, dann habe ich angefangen. Und da wir so gut harmonieren und eine Harfe in unserer Gruppe ist, haben wir uns Harfonie genannt. Die Nora wollte eigentlich schon immer mitmachen. Also es ist ihr Traum, bei einer großen Chance mitzumachen. Und sie hat, also ich wollte eigentlich zuerst gar nicht und dann hat sie mich überredet und ja, und jetzt sind wir da. Wir versuchen den Auftritt einfach gut hinzulegen und wir versuchen einfach mir selber zu sein auf der Bühne und uns nicht zu verändern. Das ist eure große Chance. Toi, toi, toi. Danke. Auf die Bühne. In der Lederhosen. Woher kommt sie denn? Zufällig aus Tirol? Ja. Wirklich? Auf was dürfen wir uns denn freuen? Was habt ihr denn vorbereitet? Lasst euch überraschen. So spannend gleich? Ja. Okay, ja dann, bitte, fetzt uns weg. Und die Liebe right now, baby. I see you driving around town with the boy I love, and I'm like, forget you. Wie geht's den Mamis? Ich glaube an sie, weil sie ist ja ganz selbstbewusste. Sie weiß, was sie will, und sie hat uns ja in die Situation hineingebracht, gell? Dass wir jetzt da stehen. Ja. She told me this is one for your dad. Yes, she did. I see you driving round town with the boy I love, and I'm like, forget you. Ooh-hoo-hoo. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget him too. I said if I was richer, I'd still be with ya. And that's some shit. And all those beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und das endet doch daheim. Aber alle Hände sind zu kalt, denn die Zeit ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Winde ist so heiß wie nie. Sei es Rock, Punk, Heavy Metal, Politik zu Classical, Tour, Musik, das war wirklich das Highlight des Abends. Danke. Das war einfach nur top, da war alles dabei. Gesanglich, super, Harfe, Spiel miteinander, war großes Kino. Und für mich bis jetzt seid ihr, also alle anderen soll sich jetzt mal warm anziehen, weil das war richtig stark. Danke.
Wegen euch beiden machen wir diese Sendung überhaupt. Damit man so etwas findet für euch beide. Für mich besteht immerhin die Chance, dass ihr 100.000 Euro gewinnt. Ihr wart sehr, sehr, sehr gut. Dankeschön. Absoluten Favoriten. Ich glaube, ich war noch nie stolzer, Tirolerin zu sein. Weiter so, Mädels. Danke. Also, was soll man sagen? Absolute Top-Favoriten hier. Wahnsinn. Beste Performance. Danke. Not bad. Die will ich haben. Ich will die haben. Ich will die haben. Ich bin eine Tirolerin, das ist Vorrecht. Harfen, herzige Modellflugzeuge, Sängerinnen, Sänger. Also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich heute ausnahmsweise mal sage, da war schon viel Schönes mit dabei. Und das Allerschönste, nämlich alle Talente, die heute mindestens 3+ bekommen haben, sitzen jetzt in der Künstlerlounge und sind wahrscheinlich genauso aufgeregt wie vor ihrem Auftritt. Und in wenigen Augenblicken gibt es die heiß begehrten Tickets, die unsere Talente in die Live-Shows weiterbringen können. Und diese Damen und Herren, die sind noch mit im Rennen. Das ist einmal ein Haupttreffer. Das ist ganz klar. Warum, so. Warum hast du das nicht auf der Liste? Wer ist denn das? Ja. Aber ob der es ist oder nicht. Ja, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Ach so. Ja, was 5 auf der Liste, ja. Müssen wir noch 3 verlieren. Yep. Ich fand noch hier die... Ich glaube, Oliver und Larissa haben noch mehr. Genau. Das ja, für was entscheiden wir uns jetzt noch? Ich glaube, diesmal müssen wir wirklich auslosen. Weißt? Die haben es natürlich heute echt schwer, muss man sagen, oder? Das ist aber richtig so. Das heißt, wir haben viele gute Talente gehabt. Ja, und zwar, wie vergleicht man Modellflugzeuge mit Sängerinnen und Harfen mit Taekwondo-Kindern? Sonst, ich schau mal, ich beurteile immer nur, wer mir meist in Erinnerung geblieben ist. Und das war? Dann würde ich sagen, wir wollen es jetzt wissen, oder? Genau. Wir fordern die Entscheidung ein. Ja. So, liebe Expertinnen und Experten auf der Jurybank,
Wir brauchen jetzt eure Entscheidung. Genau, wir wollen es wissen. Welche Kandidaten steigen heute in die Live-Shows auf? Team Wahnsinn. Bitte schön. Also heute war es verdammt schwierig, ohne Frage. Und um die Ersten, die weiter sind, um die haben wir uns alle gestritten. Denn es war so ziemlich das Highlight des Abends. Nora und Hanna, Harfonie, unsere Harfenspieler natürlich in den Live-Shows. Hallo. Und wie geht's euch? Das haben wir nicht gewollt, tut mir leid. Ihr habt euch verdient und ihr seid bei den Live-Shows mit dabei. Herzliche Gratulation. Ihr passt jedenfalls sehr gut ins Team Wahnsinn. Ja. Wer kriegt euren zweiten Platz heute Abend für die Live-Shows? Den zweiten Platz, den wir ausloben, ist... Bike Trials. Na, selbstverständlich kommt sie mit den Radeln rein. Sehr gut. Großartig. Wir sind gespannt auf euch in den Live-Shows. Und auf Wahnsinn sollte eigentlich Weisheit folgen. Petra und Peter, wen bringt ihr heute in den 100.000 Euro einen Schritt näher? Es ist... Gernot Bruckmann. Gratulation. Gratulation. Ja, vielen Dank für die Chance und ich werde mich auf jeden Fall bemühen, eine tolle Show zu zeigen. Bitteschön. Und damit fehlt nur einer. Ja, schauen wir rüber in die Lounge. Da sitzen jetzt noch 14 Acts. Wer kriegt für heute Abend unser letztes Ticket für die Live-Shows? Joe Traxler. Gratulation. Super, du bist mit dabei. Gratuliere. Ich war jetzt der vierte, der ausgeführt worden ist. Und es waren ziemlich viele coole Acts dabei und ich habe mir nicht gedacht, dass sie das noch ausgeht. Die glorreichen vier des heutigen Castings, sie haben den großen Sprung in die Live-Shows geschafft. Und dort bleiben uns jetzt noch genau wie viele Plätze, Andi? Vier. Und wer die kriegt, das entscheidet sich nächsten Freitag hier auf dieser Bühne. Letztes Casting bei der großen Chance. In OF1 geht es jetzt weiter mit Oliver Bayer. Und was gibt es Neues? Wir freuen uns auf nächsten Freitag. Noch einen schönen Abend. Ja.